Heute zeige ich euch mal den Umbau einer Rocco BR52 Kabinentender vom Gleichstrom- zum Wechselstrommodell mit Sound. Dann geht's mal los. Das Chassis bzw. der Lokaufbau ist abgenommen. Jetzt geht es darum, dass ich diese zwei Schleifer, die sich ja hier auf den Radgrenzen niederlassen, da es sich um eine Gleichstromlok handelt, war hier der Pluspol, hier der Minuspol. Ich fahre ja Wechselstrom und möchte jetzt diese zwei Pole miteinander verbinden. Hier habe ich ja schon die Brücke eingelötet. Jetzt ist darauf zu achten, dass ich hier unten, da ich ja die Möglichkeit noch bestehen lassen möchte, diese Lok wieder zurückbauen zu können, eine Seite davon zu isolieren. Am sinnvollsten ist es, diese Seite zu isolieren, da ja mein Raucheinsatz, der hier sein Plus bezieht, nachher noch erhalten werden kann. Nämlich, wenn ich das Licht einschalte, habe ich nachher auch den Raucheffekt. Deshalb gehe ich her und werde hier diesen Abschnitt isolieren. Somit habe ich eine Masseseite von hier. Diese Masseseite wird mit dieser Schraube auf das Chassis übertragen und nachher über die zweite Schraube oben in den Kesselaufbau eingebracht. Und von unten kann dann hier die Plusversorgung stattfinden. Deshalb ist es unbedingt wichtig, hier diese Seite zu isolieren, da sie ja sonst von links nach rechts hier jetzt durchgeschleift wird. Das möchten wir ja jetzt nicht mehr. Zum Isolieren nehme ich ein Teppichklebeband. Das Teppichklebeband ist relativ stabil und hält auch diesen etwas scharfkantigen Federelementen stand. Ich bringe jetzt das Teppichklebeband in Stellung. Drücke es hier etwas auf, bringe diese Abdeckung auf. Kontrolliere, ob auch dieser Schleifer, ist hier jetzt etwas schlecht sichtbar, auf dem Teppichklebeband aufliegt. Bring meine Steuerung hier wieder vorn ein. So. Das sieht gut aus. Das Ganze kontrolliere ich jetzt mit einer Fremdspannung. Hier der gelbe Anschluss ist die Masse. Ich bringe jetzt das Plus hier an und beim Berühren hier leuchtet die Lampe. Das Gleiche muss hier passieren, hier passieren, hier passieren, hier passieren. Und ihr seht, wenn ich hier diesen Lokrahmen mit Masse beaufschlage, leuchtet meine Lampe auch. Das habe ich vorher ja erklärt. Deshalb ist es wichtig, die richtige Seite von den zwei Kabeln zu isolieren, da ja hier die Masse über eine Zentralschraube oben in den Kessel kommt. Und wenn jetzt hier die falsche Seite isoliert wird, dann habe ich unweigerlich einen Kurzschluss, wenn ich das Licht vorne einschalte. Das war es dann für den Lichtausgang. So ist jetzt alles richtig angeschlossen. Ich habe die Sachen hier kontrolliert. Und jetzt kann die Lok wieder zusammengesetzt werden.
Ich setze vorne dieses Bauteil ein, achte darauf, dass dieser Kontakt, der nachher ja hier an meinen Raucheinsatz mündet, auch unten mit dieser Platte in Berührung kommt, damit nachher, wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist, auch hier Spannung anliegt und somit mein Rauchgenerator funktioniert. Jetzt habe ich hier oben meine Spannungsversorgung. Das Ganze kann ich natürlich auch überprüfen, indem ich hier gehe und eine Spannungsversorgung hier drauf gebe. Ja, das seht ihr jetzt nicht, aber ich sehe, dass das Licht leuchtet. Folglich funktioniert meine Anordnung. Jetzt kommt der Kessel wieder drauf. Darauf ist zu achten, dass dieser Lichtleiter nicht beschädigt wird. Er muss jetzt hier durch diesen jetzt hier eingesetzt werden. So. Und drin. So, die Lok ist wieder zusammengebaut. Jetzt bekommt sie ihre Schrauben. Dabei ist darauf zu achten, dass man die nicht wirklich fest anzieht, dass sie ja nicht stark halten müssen. Einmal hier und die zweite hier. Schau noch mal. Ja, das passt. Mist. Kontrolliere nochmal, alles sauber sitzt. Ja. Wunderbar, jetzt kann das Zusammenfügen der beiden Teile erfolgen. Bevor ich das jetzt zusammensetze, muss ich natürlich den Kardanantrieb wieder einsetzen. Da ist einmal hier diese Kugel mit den zwei Zapfen. Das bildet den Antrieb für das Fahrgestell der Lok vorne. Hier habe ich das Gegenteil, das Gegenstück. Ihr seht, hier sind zwei Schlitze drin. In diese Schlitze müssen nachher diese Zapfen, die ihr rechts und links an der Kugel seht, einrasten. Man stülpt dieses Verbindungsstück drüber mit einem leichten Druck, rastet es dann ein. Dann kommt dieses Schiebestück, das setze ich hier rüber. Auch hier am Ende befindet sich eine Kugel mit zwei Zapfen, die nachher in dieses Antriebsrad, sprich diese Schwungmasse, da ist das gleiche Gegenstück drin, wie wir vorher sahen, mit zwei Aussparungen für die Zapfen hier. Ich setze jetzt Lok und Tender zusammen. Achte darauf,
dass diese Schraube, die ich ja vorher eingesetzt habe, dass die nach oben kommt und somit hier eine Verbindung herstellen kann. Auch hier wird nicht allzu fest gezogen. Und Tender und Lock sind miteinander verbunden. Jetzt wird nur noch die Verbindung hergestellt. Einmal hier die Masse, die wir ja im ersten Teil des Videos schon sahen. Die kommt hier hin. Und einmal die Beleuchtung, sprich später auch der Raucheinsatz, wenn ich ihn mal einsetzen möchte, der kommt auf den zweiten Anschluss. Noch die Kabel ein bisschen nach unten. Auch Beweglichkeit kontrolliert. So. Jetzt ist es, geht es nur noch darum, dieses Kreuzgelenk einzuhängen. Und drin. Jetzt ist die Lok soweit fertig. Jetzt werde ich sie nach unten bringen und sie dann bei mir auf meiner Anlage mal eine Runde drehen lassen. Ihr neues Betätigungsfeld, meine Anlage. Jetzt schalten wir mal das Licht ein. Dann kommt der Sound dazu. Da hinten steht die umgebaute 52er von Rocco. Ich lasse sie jetzt mal auf uns zufahren. Einen wunderbaren langsamen Lauf, wie ich es von einer Rocco-Maschine gewöhnt bin. Und wie langsam zieht sie sich durch das Bild. Ich hoffe, das Video von beiden Umbauten hat euch Spaß gemacht. Einmal der Tender und einmal jetzt vorne das Fahrgestell. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, besucht meinen Kanal wieder und ich hoffe, dass ich euch beim nächsten Mal wieder begrüßen darf. Euer Groovy 1960. Ein spezieller Dank gilt der Firma Wohnlander
in Albstadt-Ebingen, wo ich diese tolle Lok am Samstag erstehen konnte. Damals war sie noch Gleichstrom. Jetzt erfreut sie mich auf meiner Anlage in Wechselstrom mit Sound.